Ich habe eben gesagt, das ist der letzte Big Brother Award, die letzte Kategorie, aber es gibt Zuwachs bei der Verleihung der Big Brother Awards. Ein Positivpreis für einen Menschen, eine Sache, die sich positiv verdient gemacht hat im Zusammenhang mit den Daten, mit unseren Daten, nennt sich passenderweise der Julia and Winston Award. Winston und Julia, wenn man so will, die Guten aus dem Orwell-Roman 1984. Nun also der Positivpreis. Und wir freuen uns sehr, dass Herbert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, den Weg nach Bielefeld gefunden hat, den er schon öfter gefunden hat, aber heute extra hier für diese Geschichte und die Laudatio für diesen Positivpreis halten wird. Herzlich willkommen, Herr Prantl. Der Preis geht an den Mann, der eine globale Großinquisition aufgedeckt hat, an Edward Snowden. Er hat sich um Demokratie und Rechtsstaat verdient gemacht. Verehrter Herr Preisträger, lieber Edward Snowden in absento, liebe Freundinnen und Freunde des Datenschutzes, des Computergrundrechts und der digitalen Courage. In Berlin hat der Bundestag einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der den NSA-Skandal aufklären soll. Das Seltsame dabei ist, dass die Mehrheit im Ausschuss denjenigen nicht anhören will, der den Skandal aufgedeckt hat. Die CDU-CSU redet über Edward Snowden, als habe er eine ansteckende Krankheit. Und die SPD widerspricht kaum. Das ist grober Undank. Der Mann habe doch schon alles gesagt, was er wisse, heißt es. Man brauche ihn doch daher gar nicht mehr zu vernehmen. Das ist vorweggenommene Beweiswürdigung, die ist dem gesamten Recht verboten, im Deutschen Bundestag auch. Snowden ist ein zentrales Beweismittel, das weiß jeder. Der wahre Grund dafür, warum man Snowden nicht einmal einladen will, ist der: Die Kanzlerin Angela Merkel fürchtet, dass dann die Amerikaner pikiert und unwirsch reagieren, wenn sie im Mai in die USA reist. Das ist nicht nur hasenherzig. In ihrem Amtseid hat die Kanzlerin geschworen, Schaden vom deutschen Volk zu wenden. Schaden wenden, das heißt, etwas gegen den Schaden zu tun, den die NSA angerichtet hat. Stattdessen tut die Bundesregierung so, als sei Snowden und nicht die USA der Schädiger. Edward Snowden ist ein Aufklärer. Er hat die globale US-Großinquisition aufgedeckt und musste fliehen vor dem Großinquisitor. Er hat persönlich keinerlei Vorteile von seiner Whistleblowerei, er hat nur Nachteile. Denn Gewinn hat die Rechtsstaatlichkeit der westlichen Demokratien. Genauer gesagt, sie könnten diesen Gewinn haben, wenn sie den globalen Skandal zum Anlass nehmen, ihren Geheimdiensten endlich Grenzen zu setzen. Snowden ist also nicht nur Aufklärer, er ist auch ein Motivator. Er hat etwas Besseres verdient als ein wackeliges, zeitlich begrenztes Asyl in Russland. Die Amerikaner verfolgen Snowden, als handele es sich bei Snowden um die Reinkarnation von Bin Laden. Dabei ist er nur ein einzelner Flüchtling. Er ist ein Flüchtling, wie er im Buche steht. Wie soll, wie muss Deutschland mit Snowden umgehen? In einem Wort, vor allem dankbar. Snowden hat Schutz und Hilfe verdient. Er ist ein klassischer politischer Flüchtling.
Man muss Edward Snowden einen stabilen Aufenthaltstitel für Deutschland geben. Man muss Edward Snowden freies, sicheres Geleit gewähren. Das alles ist rechtlich möglich. Stattdessen tun die Politiker der Großen Koalition so, als sei die Macht Amerikas in Deutschland rechtsetzend. Deutschland braucht Aufklärung über die umfassenden Lauschangriffe der USA. Aufklärung ist der Ausgang, bekanntlich, aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Snowdens Handeln mag in den USA strafbar sein, weil er US-Gesetze verletzt hat. Wirklich kriminell aber sind die Zustände und die Machenschaften, die er anprangert. Snowden hat natürlich gegen US-Geheimhaltungsvorschriften verstoßen. Ist er deswegen ein Landesverräter? Nein. Verräter nennen ihn die, die selbst die Grundrechte verraten haben. Snowden hat dem Rechtsstaat Nothilfe geleistet. Das verdient Anerkennung durch Justiz und Staat in Deutschland und in Amerika. Snowden hat sich verdient gemacht um die rechtsstaatliche Demokratie. Er hat eine Diskussion in Gang gesetzt, die hoffentlich dazu führt, dass sich der Rechtsstaat schützt vor den NSA-Angriffen, die ihn gefährden. Einen deutschen Orden braucht Snowden nicht unbedingt, davon kann er nicht abbeißen. Aber er braucht Schutz und Hilfe. Unglücklich das Land, das keine Helden hat, sagt Galileis Schüler Andrea Sarti im Theaterstück von Bert Brecht. Unglücklich das Land, das keine Helden hat. Amerika kann sich also eigentlich glücklich schätzen, dass es einen Snowden hat. Galilei aber erwidert seinem Schüler Sarti wie folgt: Nein, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Das stimmt auch. Snowden ist ein Symbol für den zivilcouragierten Widerstand eines Einzelnen gegen ein mächtiges staatliches System. Er ist ein Winzlings-David, der gegen einen Super-Goliath aufgestanden ist. Snowden hat Widerstand geleistet und er tut das immer noch. Widerstand ist ja ein Wort, das man mit dem Aufbegehren gegen ein diktatorisches Regime verbindet. Widerstand ist aber auch in der Demokratie notwendig. Widerstand heißt in der Demokratie nur anders. Der Widerstand hier heißt Widerspruch, Zivilcourage, aufrechter Gang oder auch einfach Edward Snowden. Wenn Widerstand strafbar ist, Widerständler nehmen das in Kauf. Sie nehmen die Strafe oder die Mühen der Flucht in Kauf, um die Verhältnisse zu ändern, um Missstände und Unrecht zu beseitigen. Mein verstorbener Lehrer, der große Rechtsphilosoph Arthur Kaufmann, hat einmal vom Widerstand in der Demokratie als dem kleinen Widerstand gesprochen. Dieser kleine Widerstand in der Demokratie, so meinte er, müsse geleistet werden, damit der große Widerstand entbehrlich bleibt. Manchmal ist dieser angeblich kleine Widerstand aber ein ganz großer. So ist es bei Snowden. Sein Widerstand erfasst seine ganze physische und persönliche Existenz. Danke, Edward Snowden.
Recht herzlichen Dank, Herr Prantl, für diese deutlichen Worte. Es ist überflüssig zu sagen, Edward Snowden konnte nicht kommen. Ich bitte aber Padelun vielleicht noch mal kurz zu mir auf die Bühne, denn es hat sich kurzfristig etwas ergeben, dass es eine Reaktion gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was heißt das konkret? Also erstens haben wir einen Stuhl für ihn freigelassen. Also er steht ein Reserviertschild drauf, wollte ich nur mal erwähnen. Zweitens, Jacob Applebaum hat uns eine Videobotschaft zukommen lassen. Ich denke, dass wir die jetzt einspielen können. Ja, vielleicht noch kurz einen Moment. Ich nehme mal an, so wie ich den guten Jacob kenne, ist das auf Englisch? Wir haben jemanden da, der es übersetzen könnte? Ja, Sebastian Liskin wird so freundlich sein. Auch zu kommen und er wird es dann übersetzen und danach erzähle ich auch noch eine Kleinigkeit. Video noch nicht ab, Sebastian, simultan oder lieber hinten raus? Ich habe es natürlich vorher gehört, denn Jacob spricht sehr schnell. Ich habe schon versucht, ihn simultan zu übersetzen beim Chaos Computer Kongress. Es ist unglaublich schwierig. Während das Video läuft, wird es dann parallel? Ich denke, damit wir ihn hören können, spreche ich es nachher. Es ist sowieso nicht so lang. Das wollte ich wissen. Dankeschön. Video ab, bitte. Ja, es ist schwierig zu übersetzen, sehe ich schon, Sebastian. Aber ich habe das meiste verstanden. Ich versuche mal zu interpretieren, was er sagt. Ich freue mich sehr zu hören und zu sehen, dass ihr heute Abend den mutigen Whistleblower Edward Snowden den Julia and Winston Award verleiht. Ja, jetzt geht es gar nicht mehr, danke. Brauche ich was Licht, bitte. Kommt irgendwo ein Licht, nein. Dass ihr heute dem mutigen Whistleblower Edward Snowden den Julian Winston Award verleiht. Und es ist fantastisch, dass ihr die Kampagne am Leben haltet, indem ihr 1 Million Asylaufkleber an Leute in ganz Deutschland verteilt, sodass die Menschen in Deutschland den Wunsch ausdrücken können, dass Edward Snowden Asyl erhalten soll, ihm zu danken für seine Dienste für den Rechtsstaat und für seinen Mut, die Menschheit zu schützen und sich um alle Menschen zu kümmern, egal wo sie geboren sind, weil sie denken und fühlen. Also danke für die Unterstützung. Und ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr diesen Award ins Leben gerufen habt und eine Kampagne arbeitet, um das Bewusstsein in ganz Deutschland zu heben für seinen Mut und für die Ereignisse, die durch seine Tapferkeit ins Rollen gekommen sind. Jacob Applebaum. Dankeschön, Sebastian. Da hat er schon was gesagt zu dem Preis. Padelun, was heißt das jetzt konkret mit diesem Preis? Naja, wir haben ja auch immer deswegen bisher keine Positivpreise rausgegeben, weil wir gedacht haben, wenn, dann muss man jemanden auch eine Summe Geld in die Hand drücken und ihn nicht nur beklatschen. Gerade Leute, die mit Whistleblowing zu tun haben, sind ja meist ruiniert. Geld ist, glaube ich, im Moment nicht so das Problem von Jacob Applebaum, von Edward Snowden. Wir haben uns was anderes überlegt. Wir dotieren den Preis mit 1 Million. 1 Million Aufkleber. Die gibt es auch gleich draußen im Eingang, oder Ausgang in dem Fall. Sie können sich davon so viele mitnehmen, wie Sie wollen. Es ist Folgendes, jeder Mensch kann uns anschreiben oder über unseren Online-Shop solche Aufkleber bestellen. Wir versenden sie kostenfrei, es kostet nichts. Wir wollen, dass die überall in Deutschland auftauchen, auf Briefkästen, auf Autos, an Schaufensterscheiben, an den Türen zu Läden. Wo immer man einen Aufkleber hinkleben kann, sollen diese Aufkleber hingeklebt werden. Die ersten 20.000 haben wir tatsächlich schon verteilt, die nächsten 50.000 haben wir schon bestellt und das muss zack auf zack geben und je schneller, desto besser. Sagen Sie es weiter, machen Sie Werbung dafür, bringt es in den Blogs, twittert es, wir stehen hier. Dankeschön. Da unten gehen schon die ersten Aufkleber rum, aber wie gesagt, am Ausgang, ich glaube, so stapelweise liegen sie da schon, werden Sie gleich sehen. Wir sind am Ende, aber ein paar kurze Hinweise habe ich noch. Also nehmen Sie an der Publikumswahl teil, bitte schön. Die Wahlzettel sind in dem Umschlag, der auf Ihrem Stuhl lag. Nehmen Sie gleich die Aufkleber mit und besuchen Sie vielleicht noch den Shop. Da gibt es den Privacy-Dongle, der hat auch gerade einen Preis gekriegt hier von digitalcourage.de. Und Sie können, es gibt einen neuen Kugelschreiber, aber es gibt eben auch, was ich vorhin schon sagte, das Buch.
Also die Strafanzeige gegen Bundesregierung und Geheimdienste in Sachen Massenüberwachung ist gerade erschienen und dort vorne im Shop einsehbar und natürlich auch kaufbar, wie viele andere Dinge. Jetzt zum obligatorischen Schlussbild möchte ich die Jurymitglieder mal auf die Bühne bitten. Herr Hase, die SMS vielleicht gleich weiterschreiben. Kommen Sie gerade zu mir. Ja, der Applaus muss ein bisschen länger anhalten, sonst funktioniert das nicht. Ja, wunderbar. Möchte dazu auch recht herzlich unseren Laudator für den Positivpreis, Herrn Prantl, auf die Bühne bitten. Vielen Dank, Herr Prantl. Und möchte dazu alle Beteiligten am Big Brother Award auf die Bühne bitten für das große Schlussbild hier auf der Bühne. Alle Beteiligten im Rahmen des Big Brother Award 2014 kommen jetzt auf die Bühne und bekommen ihren wohlverdienten Applaus, meine Damen und Herren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte schon darauf hingewiesen, in etwa einer halben Stunde draußen dann eine Feuershow. Und hier findet jetzt ein kurzer Umbau statt, dass die Stühle kurz zusammengestellt werden können. Sie können das locker an sich vorbeigehen lassen, nachdem Sie vielleicht auch zwei Stühle zusammengestellt haben. Aber müssen Sie nicht, mit einem Gläschen Sekt, was jetzt gereicht wird. Und nochmal der Hinweis, Spenden am Ausgang sind natürlich nach wie vor möglich. Das war der Big Brother Award 2014. Recht herzlichen Dank an alle und einen schönen Abend noch.